Dann machen wir doch mit Absicht einmal noch das Mikro an jetzt einfach mal. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu aus Rex Reloaded live von Paddle. Wie immer, Daniel weiß ganz genau, was ich streamen werde. Jeder weiß, was ich tue. Ist ja nichts Neues. Schließen wir das mal. So. Gehen wir mal in-game. Gehen wir mal in-game. Jeder weiß, was passiert. Was? Street Paddle? Richtig. Berufsrettung. Wunderbar. Die schöne Berufsrettung. Wie immer. Und ich hoffe, mein Rechner explodiert nicht bei der Hitze heute. 25 Grad in Hamburg, ist ein bisschen warm, plus dass ich jetzt auch nebenbei aufnehme, den ganzen Zeug, für Herrn, den anderen Daniel. Vielleicht passiert hier mal was Interessantes, irgendwie mal. Ich glaube heute wird's doch... Tag. Tag, Gonzi. Heute wird's doch ein bisschen, ich nenn's mal, naja. Deswegen, oh, das fängt jetzt schon gut an. Ich brauche nur einen Rechner. Und viel. So, da sitzt sich heute keiner drauf. Das ist meiner. So. Jetzt wollen wir mal. So, das kann ich offen lassen. Losing 2 im Dienst. So, Gonz jetzt A. Arsenal, ich als Leasing, passt. Hauen wir mal ein bisschen rum. Leasing 2, Status 1. Bisschen mal hin und her fahren. Wie es im echten, wie es bei der echten Berufsrettung heißt. Man rollt nur. Und ist kaum in der Wache. Man rollt eigentlich nur. Wollten wir hier auch ein bisschen mehr einführen, dass man eigentlich nur rollt. Ah, fängt ja schon gut an. Stephansplatz, das ist bei mir. Das ist wohl meiner. Bitte um Rettung am Stephansplatz. Stephansplatz bist du für mich dann wohl eher. Leasing 2 übernimmt. Ja, unklares Geschehen, muss ich dazu sagen. Bitte um Rettung. Unklare Lage. Keine. Fahren wir schon in die Richtung und schon geht's los. Ja, ich hoffe, der hat nur eine kleine Verletzung. Ja, mir geht's gut, Pauli, und dir? Das ist ein Wichtung. Ja, das ist normal. Du hast es ja selber gerade gesehen. Scheiß die Leute nicht an. Drecks-Einwohner. Und so. Ja, ist bei mir genauso. Dort liegt wer. Hm. Wieder mal einer vom Taxi, um zu erwarten. Scheiße. Wo ist meine Tasche? Wo ist meine Tasche? Da. Oh, ich muss sie noch hochziehen. Oh, und die habe ich nicht vorbereitet. Scheiße. Und zack. Und die Handschuhe an. Buongiorno. Nee, glaub nicht. Blätter, wie ist jetzt dem da der Haxenprellung weh? Und jetzt war ich nicht schlüpfer da über, weil er nicht gescheit draufsteigen kann. Guten Tag, der. Servus. Grüß dich. Was ist genau passiert hier?
Er hat mich niedergeführt mit seinem Skateboard. Ich bin umgeflogen und. Ja. Jetzt kann er nicht mehr auf seinen Haken draufsteigen. Der linke Fuß tut weh. Der linke Fuß, die linke Haxe tut weh, ich guck mal an. Zumindest fühlt er sich irritiert an. Okay, ich muss ihn da mal hinschicken. Oh. Okay, gut. Dann ich werde ihn auch mal. Warum sieht sich dich, Simon? Warum sieht sich dich? Richtig. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß halt nur, dass deine ÖMTCler dich vorhin angemeckert haben, weil du aus dem Dienst gegangen bist, als ich vorhin da war. Egal. Ich war nie im Dienst. Die haben gesagt, einer hat gefragt, ist der Linzer nicht mehr da? Ja, der ist aus dem Dienst gegangen. Und ist jetzt auch gerade einer gekommen, super. Ja, egal. So, Dalle, dann ich zieh dir mal ganz kurz die Schuhe aus. Moin, Andi. Mach das. So, mal kurz Schuhe aus. Ich will dir nochmal rufen, dass er wegdauern kann. Ich komm mal lieber auf die andere Seite, das ist ja der linke Fuß. Bitte. Au. Danke. Du bist nicht schon der Erste, der gegen den Fuß rennt. Andi, was macht dein Kollege, ey? So, irritiert. Okay, vielleicht das locker. Leicht locker. Baut eigentlich auch sein locker, ein Fußgelenk. Ich guck mal, wo das genau ist. Ich drück mal kurz ein bisschen drauf, wenn das weh tut, sagst du? Nur leicht drücken. Bitte was? Ich drück jetzt ganz leicht drauf. Tut das ein bisschen mehr weh, extrem mehr weh oder nicht so extrem mehr weh? Das geht eigentlich. Okay, geht, okay, gut. Feeling, Alter, wenn da wieder Lights sind, das ist Wahnsinn. Ja. Ach nein, so. Positiv ein Ende. Grüße. So, dann. Gut. Simon, ich sag's wie es ist. Ich würde die trotzdem einmal zur Not am ans AKH bringen. Jo, kein Problem. Ich kann leider nicht garantieren, ob das jetzt irgendwie durch eine starke Sprellung ist, eine Verstauchung oder irgendwas angeknackst ist am Fußgelenk. Ach, schauen Sie mal die Exekutive. So, ich hol mal die Trage, ich setze die Trage gleich drauf. Passt mal. So. Also offiziell hat er noch diese Irritierung und die kriegt er noch vom AKH weg, leider. Sack er da schon wieder rein. Andi, wann ist Rennstart? Jetzt ist Kanada ist eine scheiß Zeit. Das ist ja. 20 Uhr, weiß ich auf jeden Fall. Au. Was? Au. Au nix. Au. Du sitzt doch. Au. War drauf gesessen. So, dann. Du kurz Zeit? Du. Anschneiden. Simon, bist du gerade für Taxi unterwegs oder wie? Eigentlich schon, ja. Ich hol dem ein Taxi ab. Ja. Kannst du aufsperren das Taxi überhaupt? Ja, ich kann aufsperren. Ich dachte gerade, fährst du jetzt mit dem E350 oder mit dem 300er Taxi? Das sieht eher, als würdest du gerade mit dem 300er fahren. Der 300er ist meiner. Achso. Ja, nice, Paul. Wen kennt der 300er? Mir. Sie wissen, dass sie mit ihrer Fahrzeugspitze in den Verkehr reinragen. Voila. Jo, wie soll denn das sonst packen? Anders? Hä? So, dum. Oh, Pauli, zwei Handys? Nein, jetzt so mich in Stereo. Mich in Stereo. So, während der Fahrt, Simon. Nichts essen, nichts trinken, kein Muskel bewegen. Einfach Fahrt genießen, kennst du ja nicht anders. Ich fahr jetzt einfach mal. So, ich fahr aber nicht blau. Das ist ja zu schlimm. Achtung, Verwirrung. Ja, massives. Ja, Verwirrung groß. Pauli kommt mit noch einem anderen Account. Kannst du dich mit dem Account nicht an? Du hast schon drei. Das ist dein dritter Account jetzt.
Aber wuhu, immer noch ein Follower mehr dadurch. Warum hast du jetzt zwei Accounts? Konntest du dich mir nicht mit dem aktuellen Account auch auf dem anderen Handy anmelden? Geht das nicht? Was macht der Ureinwohner da hinten? Ich will es gar nicht sehen. Am besten nicht noch vor. Ist schlimmer als vorhin, als ich euch benötigt habe. Also im PC. Er nennt sich eine Funktion, die heißt Passwort vergessen. So, El Schwester wartet auf dich. Sei froh, dass Rapidiata immer nur ab 22 Uhr arbeitet, somit ist jetzt schon Teil im Dienst. Jetzt geht's. Gott sei Dank. So, und abschneiden. So. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Danke. Und lass dich nicht wieder anfahren. Ja, ein zweites Palle. Der ist auch mal macht einen fertig. Ich hasse Warb. Aufgrund, dass ich hier im Gebäudekomplex wohne, mache ich nicht das Fenster auf, weil sonst hört man mich immer noch am Stream und das ist aber zwar doof. Wie sieht's eigentlich hier aus? So, klar. Zack, schließen, zack, weg. Gonzi, wer ist denn das eigentlich noch? Arsch 1. 2 Arsch 1. Nee. Kommt hier eine Praktika? Warum muss ich jetzt müde werden? Immer wenn ich anfange zu streamen, werde ich müder als ich vorher war. Und gegessen habe ich schon eine Stunde eher. Warum sind das? Ich will es gar nicht wissen. Piep, piep, piep. Ich glaube, sie wartet tatsächlich auf Gonzi, so wie das aussieht. Okay, da mal zusetzen. Ja, Paddel ein bisschen müde von der Arbeit, morgen wieder arbeiten, 20 Uhr ist Rennen. Ja, das weiß ich. Ja, du hast dein NFS erreicht. Du hast die NFS-Prüfung geschafft. Also du hast sie abgelegt in dem Sinne. Ob du es geschafft hast, weiß ich gar nicht, ob du die Info hast, ob du es geschafft hast oder nicht. Also hast du schon eine Information bekommen, dass du bestanden hast oder wie? Ja, ich kann jetzt gerade nicht reinschauen, ich gucke jetzt gerade nicht in die Rettungsakademie rein. Das Rettungsmitglied, gerade keine Lust drauf. Ah, okay. Ja, und ich hänge jetzt seit, keine Ahnung, 4 Monaten auf dem NKV. Wir haben einfach keine Position mehr im NKI. Wir haben zu viele NKIler. Zu viele können Intubation, deswegen kriege ich wäre in der Liste der Nächste, der die Freigabe bekommen würde. Für die Intubation. Ich bin jetzt seit 4 Monaten auf dem NKV dauerhaft. Und dauerhaft 2-3 Mal in der Woche im Dienst, ey. Wie geht so lange auf den NKI warten muss, ey, egal. Ist so, dann lasse ich halt, bleibe ich erstmal noch vom NKV. Weniger Verantwortung, muss ich keine Leute beatmen.
Ich brauche den NKI. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ich habe jetzt viele Freigaben. Ich habe jetzt K8, also ich habe jetzt Seiltechnik. Mir fehlt jetzt nur noch der Einsatzleiter. Weil ich möchte tatsächlich nicht auf den Notarzt leer machen, sondern ich würde tatsächlich auf den Fiso. Also nein, Status 1. Ja, für mich ist es eher so, dass ich auf den Fiso gehe. Weil ich mich mehr für um Ausbildung und Qualitätsmanagement kümmern möchte, als dass ich Notarzt bin. Mir ist es mit den Medikamenten scheißegal. Das weiß auch ein Zaric auch, dass ich plane, zum Vierzubeweiser mich aufbilden zu lassen. Das kann mir egal sein, ich brauche keinen Notarzt. Ich habe keinen Bock auf einen Doktortitel, bin ich ehrlich. Beziehungsweise generell keinen Arzt und keinen Notarzt machen. Da bleibe ich lieber als NKI, versuche ich mich ein bisschen so reinzuschleien, dass ich Dauerfahrer von Prime werde, dann habe ich eh mit einem NA zu viel zu machen. Wenn mich vielleicht mit einem Prime zusammensetze und dann, wenn er im Dienst ist. Ja, glaube ich auch, weil die hat noch nicht mal Rack. Die kann nicht mal die Rack sehen. Die Rekrutierungsakademie kümmert sich ja nicht um die NA-Prüfungen. Deswegen. Die hat nur der Chefarzt anscheinend. Wie das aussieht. Also die hat ein Taxi. Also wie gesagt, Notarzt ist aktuell kein Ziel. Für mich ist der Fiso ein Ziel. Dann sehe ich weiter. Wenn ich irgendwann die Freigabe von Dings bekomme, wenn er mich fragt, möchtest du Notarzt werden, würde ich nicht nein sagen. Aber erstmal ist mein Ziel Vierzubeweiser. Also solange ich kein Fiso bin, mache ich auch keinen Notarzt. Den Kollegen gerade nicht, wollte nur fragen, bei wem darf ich denn mitfahren? Jemand, der was starke Nerven hat. Kannst gern, ist mein zweiter Tag. Weil ich nicht. Oh, das ist schön. weil ich vielleicht nicht so lange da bin, ich weiß es nicht. Würde ich vorschlagen, dass du beim D'Angelo mitfährst, der sitzt drin. Oh. Kannst du mal. Warte. Fragen wir mal, ob er starke Nerven hat. Informativ hat er nicht! Heute ist er belastungsfähig. Sagst du, genau. Klar, du bist ein Fieso, du bist belastbarer. Gut so ist es. Naja, es gibt ja die Medikamente. Ja, ich glaube nicht, dass wir die. Man kann jederzeit auf die zugreifen. So ist ja nicht Warplay technisch. Also, so hardcore denke ich mal nicht, dass da so Sascha und Taxi drauf gehen, dass man das auswendig haben muss. Versucht das schon irgendwie zu meistern. Nicht, dass zu viel Nerven verlieren. Der sagt man zu dem mit der kürzesten Zündschnur. Tretet er gerade gegen den Automaten da hinten oder was? Ja, wahrscheinlich ist die Flasche wieder hängen geblieben. Ich habe die Medikamentenliste immer aktuell auf der Festplatte. Ich kann jederzeit auf die Medikamentenliste zugreifen. Die tagesaktuelle Medikamentenliste, dann lade ich sie runter und dann habe ich sie. Im Notfall. Für Einsatz und so. Aber mir fehlt halt jetzt noch der Einsatz. Mir fehlen jetzt für den Fiso nur noch der Einsatzleiter und die NKI. Und dann heißt es zum Rackleiter zu gehen. So, warte mal. Dann Anfragen auf Physiopraktikum, falls ein Posten frei ist natürlich. Wenn natürlich kein Posten frei ist, dann bringt mir das auch nicht, weil der Typ hat einen Physioposten belegt. Und ja. Ich glaube, ich bin doch der Einzige, der wahrscheinlich mit einem Physio-Caddy fährt. Ich mag Caddy irgendwie lieber. So, freie Wahl hast du. Wir singen 2 oder Asne 1.
Wer hat die kürzere Zündschnur? Der Asner 1 sicher. Sicher? Nein, ist mir egal. Kannst ruhig auf dem Asner 1. Alles gut. Fangen wir zusammen. Aber nee, warte, dann machen wir es anders. Geh nicht auf dem Asner 1, geh auf den Erkasimring 1. Ganz unten, Erkasimring 1. Ah, Flugretter, die habe ich auch schon, stimmt. Den Piloten will ich nicht machen, ich will nicht fliegen, aber da, Gott sei Dank, der Pilot ist keine Pflicht für ein Fieso. Was ist jetzt das Autotasche wegen mir, ne? Ja, ich finde es sieht einfach besser aus. Wenn man, na klar, wenn ich jetzt auch die Uniform anziehe. Okay. Ja, für mich auch nicht, und ich weiß, wie ich fliege. Ich weiß, wie ich fliege, bei mir gestürzt ab, ich auf AX die Steuerung, so manchmal geht halt scheiße. Ist recht mit Tastaturen. Ja, guck mal. Passt besser zum Auto. Ausgezeichnet. Ich bin auch immer ganz hier auf zu flirten da draußen. Schauen wir mal, wie es wird. Kommt sie wieder am Flirten da draußen? Letzte Woche war der erste, also da habe ich auch begonnen, aber dann war ich nicht hier, musste nach Deutschland. Oh nein, dann muss ich ja mit dem Rettungswagen hinfahren. Verstehe. Jetzt bin ich wieder da. Ja, das wird schon. Nimmst du immer die Sachen dann mit, ne? Und setzt dich mit deinem Patienten hin, genau. Also, was du denn hast, wie gelernt hast, bis jetzt. Nicht viel, also beim ersten Tag hatte ich. Also, okay. Ja. Gott sei Dank kann Klausi jetzt besser fahren. Fliegen. So, ich werde mal was essen. Mhm. Und ich bin nicht so gut ansprechbar, aber doch, falls das geht. Ja, ja. Nö, kein Spaß. Trotzdem mal alles. Es ist Marlene Bianca. Ja. Guck mal, so ein Name, ey. Ah. Noch jetzt öffnen, ja. Immer 70 Büros, Leute. Wo muss ich hin? Na egal. Ah, scheiße, Chat. Ja, was willst du erwarten? Ist gerade Sommerloch. Die Leute sind draußen. Das Problem habe ich beim Wiesbauer genauso, deswegen ist auch kein Wiesbauer da. Das kam leider auch schon als Antwort, warum seid ihr nicht im Dienst? Ja, ich will mein Privatleben genießen. Als Antwort. Einfach so, ich will mein Privatleben genießen, es ist 25 Grad, ich will draußen sein mit Jungs. Ja, dann, da haben sie auch dann keinen Bock, jetzt sind sie immer noch unterwegs. Viele, die Arbeitsleute müssen... Ich zum Beispiel war gestern bis 20 Uhr im Dienst und bin dann auch zu Freunden, weil ich war gestern jetzt freigenommen von AX. von wie vielen Mitarbeitern nochmal? Jetzt schon fast über 30 Mitarbeiter, also so das mal beim Wiesbauer zu machen, ein Wiesbauer hast du eine Chance für sowas. Zweifelsohne Job oder Zivildienst, ja okay, das kann ich verstehen manchmal. Bei uns halt meldet sich keiner ab.
Wir sind aktuell. Wenn ich jetzt mal kurz gucke, ich gehe davon aus. So. Aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arbeiter bei Wiesbauer. 8. Ah, ich glaube, ich zitiere mich mal rüber zum Geldbefehl. 8 Mitarbeiter, davon Müller aktiv. Davon ich sporadisch aktiv. Weil mehr Rettung. Darunter einer, der bei der Pol ist. Einer, der aktuell aus privaten Gründen nur zu Events kommt. Einer, der wegen Ausbildung, Endprüfungen aktuell naja kann und andere. Einer, der sich überhaupt nicht abmeldet und zwei, die sich immer wieder abmelden. Und dann mal für ein paar Tage da sind und sich wieder abmelden. Ja, ihr habt Stony. Das habe ich mitbekommen, ihr habt Stony. Leasing 2 verlegt Standort zum UFO. Schwein habt Stony, ey. Mann, ich hätte gerne Stony beim Wiesbauer. Bin ich ehrlich, Stony beim Wiesbauer, das wäre witzig. So zweimal die Woche in Wiesbauer Kleidung. Ich möchte Stony beim Wiesbauer haben. Ja, die war ewig frei, weil ich sie ewig blockiert habe. Niemand hat sie bekommen, bis ein Herr Sascha Brandy in den Dienst kommt. Naja, die war Enge 69 war immer für Sascha Brandy frei gehalten worden. Immer. Als ich da noch, als ich Chef war. Die wurde nie vergeben. Die habe ich gesagt, die ist blockiert. Immer. Als ich Geschäft, als ich Eigentümer war, nicht. In meiner Zeit als Eigentümer war es nicht vergeben. In deiner Unmutzeit war es vergeben und in deiner jetzigen Zeit vergeben. Und in deiner jetzigen Andreas Brandy Zeit. Ja, ist so. Ah, ich glaube, ich weiß auf jeden Fall, wer das UFO gerade am Leiten hat. Das kann nur die Penny sein. Ja, es ändert sich halt vieles. Die Berufsrettung verlegt wieder ins Uwe, wie immer. Schön, was hätten Sie gern? Einmal Matcha Bubble Tea bitte. Jawohl. Ja, ich schau das drin. Ah, na danke. Ja, das Rennen werde ich ansehen. Das heißt, ich werde dadurch nicht so. Ich dachte 21 Uhr, so hätte ich zumindest bis 20:30. Wie geht's Ihnen heute viel los? Ich bin gerade erst im Dienst seit einer halben Stunde. Erst ein Einsatz, hat sich nur einer kurz hingeledert. Ach, weiter. Nee, das Rennen will ich heute mal normal gucken. Da bin ich mal ehrlich, das will ich mal normal gucken. Ich hatte letztens. Bitte schön, steht auf dem Tablett. Danke, danke. Momento. Bitte schön. Alles gut, danke schön. Super, so. Ich bedanke mich. So, und weg. Hoffe, schmeckt. Ja, danke. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Na, Prop, so. Jetzt muss ich schauen, nur welcher ist das Richtige dafür. Nein. Auch nicht. Endlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Spätestens 1955. Damit ich noch in die F1 gucken kann. Ich werde wahrscheinlich mich eh
werd F1 gucken, dann muss ich eh schon ins Bett, ich hab morgen Frühschicht. Ja, du, ja, ich weiß, deine Schicht sind anders als mein. Meine Frühschicht ist um kurz vor 10, deine Frühschicht ist um 4. Ja, weil das nicht anders geht. Aber guck mal, die Energie wechselt auch direkt her. Die haben einen guten Geschmack alle miteinander. Ja. Ja, irgendwo müssen sie ja. Es hört sich jetzt gemein an, als ist das wohl irgendwo ein bisschen zu hin, wenn man Respawner zu hat. Aktuell auf der fette Baustelle rum ist, ey. Frau Weiler, haben sie eigentlich schon die neue Baustelle gefunden? Ist das angeblich eine neue Baustelle in Wien sein? Oh, doch nicht. Servus. Huhu. Endlich wieder Bubbeltee. Kann ich schon bestellen. Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne 10 Himbeer Bubble Tea. Ja, wir haben Erdbeer. Ja, Erdbeer, meine ich ja. Okay. 10 Erdbeer Bubble Tea, 10 Erdbeer Mochis. Ja. 10 Blaubeer Bubble Tea. Doch Blaubeer, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und 10 Blaubeer Mochis. Ja. Das grüne war Apfel, oder? Oder liege ich da falsch? Matcha, Grüntee. Ja, dann hätte ich 10 grünen Tee und 10 grüne Mochis. Jawohl. Das wird ein paar Minuten dauern. Ja, alles gut. Katze. Der Herr vom Magistrale, ihr habt doch mal eine Frage. Ja. Da sie ja für die Stadt Wien arbeiten. Irgendwie wird gesagt, dass hier irgendwo eine neue Baustelle in der Stadt ist. Wo ist denn die? Warten Sie, ich guck. Wo ist denn die? Schlurrende Katzen. Diese Stelle mal mit einer schlurrenden Katze. Ist doch auch wieder was Schönes. Also wenn mich nicht alles täuscht, auf der Ostautobahn. Auf der Ostautobahn, okay. Aber wissen tue ich's nicht. Es sollte, es wollte uns hier eigentlich jemand Bescheid sagen, aber... Also auf der A2 oder auf der A3? Das sind ja zwei, das heißt zwar beide Südautobahnen ja offiziell, aber... A2 Süd, Südosttangente, Westautobahn, A1, also A4. Wenn, dann nehme ich mal an A3. Auf der A3. Oder A2, je nachdem. Warte mal. Weil es ist ja ein Stück A3. Und dann hast du ja... Nachher A2 nur noch. Richtig. Das Stück A3, genau. A3 ist ja nur dieses kleine Teilstück, von wenn du von einer 1 oder von einer 4 kommst. Hoch. Ja, oder aus der Stadt fährst. Aus der Stadt raus halt, oder Stadt rein, eben halt. Stadt raus am Casino, das ist die A3, dann ist es ja die A2. Kommen. Servus, Hirsch. Aktuell beim Uwe Cat Café, wir hatten gestern einen Stromausfall. Ich warte noch auf meine Bestellung und dann wollte ich ja mit den Strom ankommen. Nein. So, der Rest kommt gleich. Nee, das ist noch von gestern eigentlich aufrechterhalten von dem Stromausfall. Herzlich willkommen. Ey. Ja, also wie gesagt, sollte auf der Ostautobahn sein, aber genaues wissen wir selber noch nicht. Wir wurden zwar informiert, dass bald eine Baustelle kommt.
aber wirklich Bescheid gesagt wurde uns nicht. So, ist alles fertig, bitte. Ui. Bitte schön auf dem Tablettchen mitnehmen. Ja. Auf der Autobahn. Also auf einer der Ost, entweder die Ost-Ost- oder Ostautobahn, A3, A2. Also eine Baustelle jetzt sein, angeblich. Wurde auch viel gemacht. An wen darf ich denn die Thales überweisen? Die Nummer 47, bitte. Gott, das finde ich schon lange auf dem Server heute. Also, für die Leute, die das vielleicht interessiert, nicht dauerhaft spielen und nichts sehen können. Also, Änderungsprotokoll vom 18.06. Das Casino zahlt nun richtig die Gewinne aus. Der C9 kann nur ausgepackt werden, das ist auf dem PC da. Der neue T6 wurde nun beladen. Eine neue Baustelle hat in Wien bekommen. Der alte Parkplatz wurde festgestellt. Die Billardhalle sowie das Autodrom haben ihre Pforten geschossen. Dankeschön. Auf dem Prater. Finde ich traurig. Dafür das allgemeines Update der Kleider, Friseur, Tattoo und Firmenledern. Das habt ihr, werdet ihr auch noch kurz sehen. Guten Appetit. Geht's ihm wieder besser, Frau Wallner? Fraktionskleidung sind nicht mehr beim HM-Verhältnis und dann Updates und Bugfixes. Da gestern, naja, gestern ging es ja auch schon gut, aber ich wollte einfach nochmal nachfragen. Danke, das ist lieb von Ihnen. Miau, miau. Ich muss mal kurz ein paar Mochis nachmachen, weil jetzt habe ich glaube ich ein paar verbraucht. Ein paar. Was zählt? Passiert. So, dann wollen wir mal uns auf die Suche begeben. Nein, 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 ja. Magistratsabteilung 70 ging neben Magistratsabteilung wie in Energie, weil auch was ich für die auch sind. Okay. Ich muss gleich nach dem Strom gucken. Na, jetzt ein Stromausfall in ganz Wien. Hab ich irgendwie mitbekommen, ich war einfach geschlafen in der Zeit. Hab davon nichts mitbekommen, nur dann hatte ich morgens aufgestanden, wenn Stand der Stromausfall war. Oh, okay, hab ich verschlafen. Ja, das war heute Nacht um 0 Uhr rum. Lassen Sie mich raten, Umstand und Spammwerk hat gebrannt schon wieder. Nein, tatsächlich nicht. Oh. Das AGS hat gebrannt. Komplett. Ja, ich kann mich erinnern. ja, und das dadurch, dass der Strom ab, dass ich den Strom abgestellt habe und vergessen habe, also ich habe den Strom abgestellt, Speicher eingedrückt, das geht ja bei uns alles übers Tablet mittlerweile, diese neue moderne Tüt und Tra. Und dann habe ich aber zwar das Umspannwerk runtergestellt, also dass es weniger Strom produziert, aber ja, man muss auch auf Speichern drücken. Ja, und so habe ich halt nicht auf Speichern gedrückt. Und dann ist der Strom ausgefallen, weil es zu viel Strom war. Und dann schaltet, ist das so ein Sicherheitsmechanismus. Dann schaltet sich es aus. Ja. Aber haben wir ja eigentlich relativ schnell wieder hinbekommen. So, und jetzt waren wir, gestern waren wir im AKH, im SPK waren wir. Haben uns angeguckt, weil da waren, haben überall die Generatoren nicht funktioniert. Servus Gamer mein. Aber mit den Generatoren an sich war eigentlich alles okay, also ich könnte auch an der Zuleitung legen, aber ja, und es war halt ganz Wien dunkel, und aber es ist halt doof, die Leute, die einen Generator haben, die Privathaushalte, ja, um die kümmern wir uns jetzt nicht direkt, außer wir werden gerufen, aber halt so wie die ganzen hier, ne, also Cat Café, SPK, AKH, Rettungswache, MTC. Die werden halt alle von uns stromtechnisch betreut. Wiesbauer. Wiesbauer, ja, auch. So, und ja. Es wird natürlich nicht in Rechnung gestellt, weil das ja jetzt ein Fehler war. Das wird wahrscheinlich von deren Versicherung übernommen. Aber wenn die mal irgendwas haben, dann müssen die das wahrscheinlich erstmal, dann legen die das aus und dann wird es von der Versicherung übernommen, nehme ich mal an. Das klären ja aber die dann. Ah. So, aber hier, das wird ja dann gleich über uns geregelt. Also
Das gehört eigentlich schon mit dazu zu der mittlerweile zu der zu dem Alarmstichwort. Ich denke mal, bei der Feuerwehr gibt es ja solche mein Alarm- und Ausrückordnung, ja, das haben wir auch, aber das hat ja eher was mit dem Vorgehen bei diesem Einsatzstichwort zu tun. Ich glaube, so das gibt es bei der Feuerwehr auch. Es ist so wie bei der Rettung die SAAs. Also zum Beispiel bei der und der Medikamentenvergabe gibt es die und die Nebenwirkungen. Kontraindikation ja, nennt sich das. Kontraindikation, ja. Und dann gibt es ja die SAAs, die sind ja jedes Jahr, gibt es ja jedes Jahr neu. Mhm. Und dann, ja. Ja, danach, ne, sowas ist das halt in der Art, sag ich mal. So, und das, dann wird immer gleich, wenn die Notstromer nicht funktioniert haben, was sie gefühlt bisher noch nie gemacht haben. Wir wissen aber auch nicht, was wir ändern können. Sie funktionieren immer, wenn es funktionieren soll. Wenn es nicht funktionieren soll, also wenn wir es testen und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es nicht und das ist doof. Ja. Ja, ist jetzt so ein ziemlich zum Alltag auch geworden, dass irgendwie der Strom jede Woche einmal mindestens ausfällt. Muss nicht sein. Nee, aber es ist leider. So, und das Problem ist, wir versuchen jetzt schon das Umstandwerk engmaschig zu überwachen und warten das auch regelmäßig, aber mehr als das können wir ja nicht machen. Es kann ja nicht jeder, man kann ja nicht 24/7 da einpostieren. Immer in 12-Stunden-Schichten, sage ich jetzt mal. Der guckt, ob alles okay ist. Ne? So, und och, das langsam geht, einfach sagen, er soll's machen, Punkt. Naja, ich bin nur Mitarbeiter, ich habe da eigentlich nichts zu bestimmen. Und dann, mittlerweile habe ich auch so ein bisschen die Vermutung an einige von uns, dass es Brandstiftung ist. Bis Gott. Aber wieso sollte einer aus Langeweile das Umstandwerk anzünden? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Außer man plant jetzt einen Terroranschlag und will die Infrastruktur kaputt machen, ne? Einen wunderschönen guten Tag. Alle Pentorien, die nächste bauen wir hier sofort alles wieder auf, also. So, und es ist ja so, dass wenn du den Strom abstellst, dann ganz Wien funktioniert ja nichts mehr. Der Funkturm funktioniert nicht mehr. So. Dann funktioniert der Funk funktioniert nicht mehr, die Alarmierung bei der Leitstelle funktioniert nicht mehr. Ja. Also, das ist alles so ein bisschen, naja. Aber mittlerweile haben wir für das Umspannwerk schon Generatoren angeschafft, dass wenigstens die Notfallsachen funktionieren, also Funkturm, Funk und das alles, ne? Das ist wichtig, dass wir zumindest immer noch Einsätze rein und kommen etc. War auch nicht so billig. Das war ganz schön teuer, aber naja. Das Problem halt ist, du kannst diese Kosten, die du hast, sind ja hohe, also wirklich hohe Kosten, auch immer, wenn das brennt und wenn es nur ein Generator ist, aber du kannst halt diese Kosten niemanden zuschreiben, ne? Also du hast niemanden, der dir das bezahlt. Und so bleibst du halt auf diesen Kosten sitzen. Das stimmt. Ja. Und man weiß vorher genauso manchmal. Wir und wenn man das den Kosten sitzen, wenn da irgendeiner Graffiti ranhängt. Und wir müssen das sagen, wir kriegen die Kohle nicht wieder. Ja. So, und meistens auch aufs Graffiti bezogen, das ist ja auch nicht gerade bis billig. Das zu empfehlen. Wir mochten das. Wir haben keine Preise, also jeder gibt so viel er will, also ganz egal. Ach so. Das ist mit einer Liste, wenn du dauerhaft abhaust. Ich isst so nicht zu viel, aber. Ja, das passt schon, danke. Also, wie gesagt, das ist ganz freiwillig. Ich wünsche einen guten Appetit. Ja, danke. Sind Sie schon länger da in Wien, oder? Ich bin jetzt, glaube ich, schon bald ein Jahr in Wien fast. Na, bumm. So lange dauert es nicht mehr. Irgendwas, was Sie hier noch so empfehlen können? Und was meinen Sie in welcher Hinsicht?
Nee, keine Ahnung, ich bin noch ziemlich neu hier. Deswegen. Mhm. Was möchtest du denn? Nicht so aus. Ich bin aus Deutschland. Freizeitaktivitäten oder was zum Essen oder. Irgendwie so alles, was halt so gibt, sag ich mal. Was halt so gibt? Lass uns mir mal überlegen. Also das Skatecafé haben ja, wir gefunden, das ist alles getan, fit, wirklich alles fit. Ja, und bei da dir? Da gibt's einen Wiesbauer, der ist beim Stephansplatz im Eck, ums Eck bei 80,55. Ach, scheiße, okay. Da gibt's auch was zum Essen. Dann gibt's das Drunk, dann gibt's das Drunken Cap bei 72,94. Das ist so ein Pub für am Abend. Gegenüber ist das Casino. Das ist, glaube ich, bei sehr vielen Leuten sehr beliebt. Ja, da war ich auch schon, da habe ich schon ordentlich was verloren, ja. Es gibt ein paar Tennisplätze für die Freizeitaktivität unten am Strand. Das ist bei 82,05 herum. Das ist schön. Falls ich lieber ein Fahrrad haben möchte, in Wiener Neustadt gibt es einen Fahrradhändler, was ich gehört habe. Da war ich aber selber noch nicht. Also bei 10,80. So einen richtigen Fahrradhändler, oder was? Ja, genau. Eine Go-Kart-Bahn gibt es auch, die ist allerdings in Mödling. Ah ja, ist nicht schon geschlossen oder sowas? Bei 30,12, na, die ist offen. Die Go-Kart-Bahn ist offen. Das Autodrom in Prater ist geschlossen, aber die Go-Kart-Bahn ist offen. Ach, sau. Okay. Ja. Und ansonsten, ja, wenn Sie ein Auto haben möchten, unten in der Nähe vom Flughafen gibt es das Autohaus bei 10.001. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt schon eines. Ja, ja, ich habe von einem netten Herrn einen billigen M3 abkaufen können. Einen billigen M3, das ist ja das erste Mal in dieser Kombination. Ja, M3E36 war das, für 5.000 habe ich den abkaufen. Also das ist ein alter, ja, dann, okay. Ja, das ist ein alter. Ansonsten, wenn Sie was zum Wohnen brauchen, es gibt ein paar Hotels in der Stadt. Das schönste, was ich gehört habe, ist bei 82,33. Ah, ich wohne gerade da in der Grinzinger Straße beim Hotelzentrum. Also das ist vielleicht auch nicht schlecht, ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich doch, ja, das ist nicht schlecht. Ja. Ansonsten. Also ich habe ja in den Bergen gewohnt, mehr oder weniger, aber da wollte ich ja meinen Kurs. Ja, ich wollte meinen Cousin nicht so auf die Nerven gehen, wissen Sie. In den Bergen, das ist ja jetzt zum ersten Mal, das ist ja lieb. Also was ist in den Bergen halt? Sehr hoch gelegen, mit wunderschöner Aussicht und alles, aber da wollte ich meinem Cousin nicht zu sehr auf die Pelle rücken, mehr oder weniger, wenn Sie verstehen. Ja, man kann sich, glaube ich, hatten Sie überlegt gerade, man kann sich an den Jetskis ausleihen, das kann man auch noch. Unten in der Nähe vom Strand gibt es einen Motorradclub mit einer Bar. Da gehen aber manche Leute nicht so gern hin, weil es ein bisschen problembehaftet ist manchmal, was man so hört. Aber ich kann es nicht bestätigen, die waren immer sehr lieb zu mir. Die machen auch Motorradreparatur und Autoreparatur. Ach du Scheiße. Ach, das ist lieb, ach du Scheiße, was ist da los? Ach nee, warte mal. Ach nee, ne? Was gibt's noch? Ach du, ah, hier ist Training, das ist Trainingsgelände, stimmt. Ja, ich habe mich das sogar Trainingsgelände, bei das ist diese... dem Roten Kreuz beworben. Ja, super, da bin ich auch. Ah, okay. Na, dann wissen Sie ja schon, wo die Rettung ist und das Rote Kreuz. Ja, ja, ich war da einmal da, zum angeschaut. Irgendwas ist da jetzt gerade los. Oh, also die Polizei ist wahrscheinlich wieder am Trainieren. Und ansonsten, wenn Sie was beruflich machen wollen, beim AMS kriegt man so Tagesjobs. Also da, ja, kann man da war ich als Bauarbeiter unterwegs. Ja, ist anstrengend und eintönig, gell? Ja. Oh, wo Geld. Und ansonsten sucht man sich halt einen Job bei einer Firma oder bei einer von den Organisationen, von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ich bleibe jetzt erstmal wahrscheinlich beim Roten Kreuz, unterstütze da die Herrschaften einmal und dann schaue ich mal weiter wahrscheinlich. Mhm. Ah ja, ein Reisebüro gibt es jetzt in Wien auch, so alle Woche oder alle zwei Wochen gibt es einmal einen Tagesausflug sozusagen auf eine tropische Insel. Das gibt's auch. Das hört sich auch geil an. Das erste Mal wäre, glaube ich, sogar schon heute gewesen, aber das war natürlich ganz schnell ausverkauft. Aber nächstes Wochenende oder übernächstes gibt es sicher wieder was, glaube ich. Das ist cool, ja. Mhm. Also die Sachen gibt es jetzt, die fallen mir jetzt ad hoc einmal so ein. Aber der Herr hinter Ihnen, der kann vielleicht noch was ergänzen. Wollt Ihnen noch was sein für den Herrn? Jobtechnisch, Rotes Kreuz im Freiwilligendienst bleiben, in Wiesbauer arbeiten, das ist auch gut. das wird zu sagen, einfach mal so. Ansonsten eigentlich wurde da schon alles erwähnt. Kleidungsgeschäft befindet sich jetzt nur noch in Mödling oben, habe ich mitbekommen. Kann sich nur noch in Mödling neue Kleidung kaufen. Ansonsten eigentlich wurde schon alles gesagt, Frau Warner. Habe ich das einigermaßen brauchbar wiedergegeben? Ich muss nur kurz mir um den Ofen kümmern, ich höre sie aber. Ja, also, das war brauchbar. Okay.
Können Sie mir vielleicht sonst noch ein bisschen was über das Rote Kreuz erzählen? Wäre dies vielleicht möglich? Oh, das Rote Kreuz ist im Endeffekt der Freiwilligendienst der Berufsrettung Wien. Das Wiener Rote Kreuz. Das ist tatsächlich wirklich nur auf Freiwilligenbasis. Man lernt, man kriegt halt seine Ausbildung zum Rettungssanitäter hoch. Man macht dann. Wie lange dauert die circa? 14 Tage, wenn man sich gut anstellt. Ah, okay. Nach einer Woche darf man schon mal alleine fahren. Und dann, irgendwann kommt eine Abschlussprüfung, eine schriftliche Abschlussprüfung. Kann man auch bei mir abnehmen, ich bin Teil der Rettungsakademie tatsächlich. Einfach nur mal das so als Beispiel sagen, also nach Einstellung in der Regel 14 Tage. Also ich sage, sie ist machbar. Gut, ich bin auch der, ich kenne die ganzen Lösungen, aber... Aber natürlich darf ich die natürlich nicht wiedergeben, ist ja klar. Ja, klar. Und auch was rankommt, darf ich auch nicht sagen, aber im Endeffekt, sie ist machbar. Frau Weiner ist selber bei der Berufsrettung angestellt, sie hat auch die Prüfung bestanden, also von daher. Also, die Dame da hinten. Achso, und die ist Dame auch, ist jetzt von der Berufsrettung? Ist auch bei der Berufsrettung. Ist auch Berufsrettung, so. Rotes Kreuz ist im Endeffekt ein zusammen, sie sind halt im Freiwilligendienst. Im Freiwilligendienst verdienen sie halt nicht allzu viel, nenne ich es jetzt mal. Also machen sie ja nur freiwillig, nur halt das meist mehr Karriere machen sie eher bei der Berufsrettung, auf Vollzeit. Weil wie gesagt, das Wiener Rote Kreuz ist mehr Freiwilligendienst und man ist dann da, wenn man entweder angefordert wird, kann man dann auch in einen in Dienst kommen oder halt so wie man möchte. Man sollte aber trotzdem schon, ich sag's mal, alle 2 Wochen zumindest mal im Dienst sein. Ja, ich meine, es ist zwar freiwillig, aber trotzdem gehört's gemacht, oder? Richtig. Ja, nein, weil ich werde das dann erst einmal Vollzeit machen, den Freiwilligendienst wahrscheinlich, und dann mich auch mal umschauen, wo ich mich noch bewege. Möglichkeit gibt's ja auch, wenn man halt sich gut anstellt im Freiwilligendienst und auch zeigt, ja, ich bin da, kann man sich jederzeit in die Vollzeit zur Berufsrettung umschreiben lassen, wenn man möchte. Das ist ja auch kein Problem. Falls man sagt, ja, mich interessiert die Rettung, falls man sagt, okay, ich möchte das wirklich nur sporadisch machen, den Rettungsdienst, da reicht das dann auch, kann man auch sich einen Vollzeitjob im Bereich der Gastronomie, UWU Café Wiesbauer bewerben, das Taxiunternehmen kann man sich bewerben, ÖMTC kann man auch agieren. Ah. Zu empfehlen ist immer der Wiesbauer. Ja, was ich mir überlegt hatte, ist, dass ich vielleicht dann Richtung Bundespolizei gehe, aber das weiß ich noch nicht. Dann können Sie sagen, dann kriegen Sie auf jeden Fall das Rote Kreuz nicht mehr unter dem Hut. Weil, glauben Sie mir, bei der Polizei, das ist so ein extremer Vollzeitjob. Wir haben so viele Rotkreuzler schon gehen sehen wegen dem Polizeidienst. Na, also ich würde das kontinuierlich durchziehen, sehr wahrscheinlich. Also natürlich in der Anfangsphase ist natürlich nicht leicht, aber danach. Auf jeden Fall, weil das interessiert mich sehr, Business. Vor allem das Medizinische auch, weil ich bin aus München an sich, also aus Bayern besser gesagt. Aus Bayerische Rote Kreuz. Und dort war ich auch, also ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Feldjäger was sagt. Das ist doch Bundeswehr, ne? Ja, richtig. Ja. Daher. Sind abgängig. Warum wurde ich gerade angegriffen? Ja, aber da war ich auch 5 Jahre. Der Rettungsakademie, ich verstehe. Ja. Ein kleiner Moment kurz. Kein Problem. Gonzales für D'Angelo direkt. Okay, Frau Weiner. Ja. Wissen Sie, wo ist denn der schon? Ah, ist schon wieder weg. Ramirez für D'Angelo direkt. Der ist auch Rackmitglied. Ist gerade am Telefonieren. Auch noch. Ja, habe ich somit. Haben Sie die Prüfung empfunden?
Weil der Herr hier hat gerade gesagt, dass die machbar ist, aber schwer ist. Ja, man hat schon ein bisschen Lernaufwand. Und man sollte schauen, dass man regelmäßig in Dienst geht vorher. Ja, das ist auf jeden Fall. So eine feine Miete. Ja. Weil meine Idee war ja jetzt, dass ich diesen freiwilligen Dienst einmal Vollzeit mache und dann mich weiter erkunde, was es noch so gibt. Mach uns das. Wieso nicht? Geht doch. Auf jeden Fall, hoffe ich doch. Also jetzt muss nur meine Bewerbung angenommen werden. Und dann. So ja, wir brauchen so ein bisschen Geduld, also ein paar Tage sollten es den Herren schon Zeit geben. Und den Damen. Ah ja, das ist halt klar. Wir gehen da nicht zum Umstressen oder so, sag ich. Das ist super. Wie lang sind Sie denn jetzt schon in Wien? Bitte? Wie lang sind Sie denn schon in Wien? Jetzt die zweite Woche, dritte Woche, sowas. Und wie gefällt sie noch? Ja, bis jetzt eigentlich hier ganz gut, also kann mich eigentlich kaum beschweren. Okay, also, das freut mich. Ich habe schon erste Hilfe leisten müssen und alles, also. Ist schon ordentlich abgegangen. Okay. Aber deswegen, ich weiß nicht, kennt sich einer von Ihnen vielleicht aus, was für ein Unterschied zwischen dem Truppensanitätsdienst, also in dem allgemeinen Sanitätsdienst AKA, wie man es auch nennt, Combat Medic, dann wirkliche Rettung ist. Ist das da vielleicht was? Oh, das müssen Sie den Herrn da zu meiner Rechten fragen, das kenne ich mir nicht aus. Würde mich wundern, dass wir das hier in Wien haben. Also, für mich ist es auch gerade Neuland, was da gerade erwähnt wird. Ja, ich meine, ich komme ja aus Deutschland und dort war ich 5 Jahre Feldjäger und dort habe ich auch den Truppensanitätsdienst dann gemacht für ein Jahr. Bevor ich halt gegangen bin. Ich glaube, dass das tatsächlich, also nicht mehr recht ein bisschen überlege. Ich komme aus Hamburg ursprünglich und da ist so Art Gruppensanitätsdienst, es ist mehr diese also in Hamburg sind das so die Sondereinsatzgruppen, diese SEG. Ich vermute mal eher, dass es wirklich nur Teil von der Bundeswehr ist und halt hier halt ganz so im normalen, ich will jetzt mal Zivilistenbereich. Das ist ein normaler Rettungsdienst ist hier. Ja, ich meine, bis jetzt, meine Hauptaufgaben waren natürlich bei Verletzungen die Haupterstversorgung, sag ich mal, zu machen. Bei gröberen Verletzungen und bei kleineren diese auch halt komplett fertig abzubinden, zu desinfizieren etc. Was halt gemacht gehört. Ja gut, das haben wir hier in Wien jetzt eher weniger. Da haben wir manchmal First Responder, aber das sind dann grundsätzlich als Kollegen, die dann gerade nicht im aktiven Dienst sind oder irgendwo in der Nähe dann kurz anfahren. Aber ansonsten, naja, haben wir eigentlich ganz normal einen Rettungsdienst tatsächlich. Ansonsten gibt es noch eine Ordination, eine Art privater Hausarzt hier in der Stadt. Den habe ich aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Weiner von Herrn Dr. Prime. Prime oder sowas, oder? Den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Oh. Oh, Moment kurz. Sind wir Ring 1, Leasing 2? Ja, genau dich möchte ich. Wollt ihr oder soll ich? Weil ich bin am UFO gerade. Ja, ich fahr an. Ja, somit. Achso, Ramirez, eine Frage habe ich noch an dich. Da war irgendwas gerade in der Rack gewesen. Hast du da die Nachricht gelesen? Weil die ist auf einmal wieder verschwunden.
auch. Also, Penny, die Ankündigung gerade mit deiner Beförderung, die hat ja aber auch schon wieder ein paar Tage gedauert, kann das sein? Ist er da? Ist er nicht da? So, Penny? Ja? Das, die Ankündigung mit deiner Beförderung hat jetzt auch wieder ein paar Tage gedauert, kann das sein? Du wusstest doch schon. Du wusstest doch schon, dass du bestanden hast, oder? Ja, das weiß ich schon lang. Ja, das wundert mich, weil ihr schreibt jetzt erst genau 6 Tage erst. Fünf Tage danach, dass du die NFS bestanden hast. Ja, mei, mich stört das nicht. ich wundere mich so, hä? Ich sehe es ja, wann ich sehe es, du Prüfung gemacht hast. Ich weiß es ja. Du wurdest, ich glaube, du hast ja direkt, glaube ich, schon die Info bekommen. Ja, ich? Kann ich dir leider nicht sagen. Da bin ich wohl schlimm. NFS ist ein Notfall-Summit-Dieter, oder? Ja. Ja, habe ich somit, danke dir. Und was NKV, weil ich das da gerade so lese? Das ist eine Notfallkompetenz als Notfallsanitäter, und zwar Venenzugang im Endeffekt. Ich kann Zugänge stechen, nenn ich's mal. Ah, okay. Ich kann ein paar Sachen in ihre Blutlaufbahn tun. Ah, das ist cool. Also, wie sind das von den... Also, man startet wahrscheinlich erstmal irgendwie als Praktikant oder sowas, oder? Ist so richtig. Das dann wahrscheinlich Sanitäter. Rettungssanitäter, richtig. Dann Notfallsanitäter. Stimmt das so? Oder? Ja. Dann eben diese Sonderkompetenzen. Oder was? Richtig, man startet erst mit dem Venenzugang, das ist hin, dann kommt irgendwann die Intubation und Beatmung. Ah, okay, und dann kommt direkt der Notarzt schon, oder? Nicht ganz, also dann könnte sich das ein bisschen verschieben. Man kann dann klar auf den Notarzt gehen. Also wenn man das, da muss man aber auch ewig schon bei der Rettung sein. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Mitglied der Rettungsakademie ist, kann man zu einem Field Supervisor sich auch hocharbeiten. Also man kann sich da tatsächlich entscheiden, welchen Weg man dann geht. Field Supervisor hört sich auf jeden Fall interessant an. Das ist ja, bei Einsätzen direkt das denn, mit Supervisor, sag ich mal. Ich sag mal so, die sind fürs Qualitätsmanagement, ja, von den Einsatzstellen. Wird auch manchmal angefordert zu etwas größeren, also ich sag mal, zu größeren Verletzungsmuster, um das mal noch höflich zu sagen. Und ja, dann im Endeffekt, wenn sehr viel Personal da ist, dann beobachtet er. Und schaut sich an, wie die Mitarbeiter arbeiten. Also wie die Bediensteten arbeiten. Und er kann dann immer nach jedem Einsatz dann kurz sagen, so, komm mal in den Besprechungsraum, wir klären nochmal, was habt ihr richtig, was war gut, was war schlecht. So in der Art ist das. Ah, das wird sich auch aber spannend. Als Field Supervisor hat man die Notfallkompetenz Intubation, Beatmung, also dann kann er das zumindest. Und hat auch viele Lehrgänge, also laut Informationen, die ich habe, braucht er noch sehr viele Lehrgänge, also fast alle Lehrgänge. Zumindest. Schon mal vorher, die es noch zwischendurch gibt. Denn, wenn ich fragen darf. Also wie gesagt, die Notfallkompetenzen an sich selber, das sind schon 2. Dann gibt es noch 2 bis 3 Lehrgänge. Ich glaube, 2 davon sollte man als Field Supervisor haben. Die dritte, die ich im Kopf habe, ist glaube ich nicht allzu wichtig. Was von 2? Ah, okay. Also 4 bis 5 im Endeffekt. Und das Krankenhauspersonal, was ich da gehört habe, das wird dann durch die Berufsrettung gestellt. Aktuell, oder ja. Okay, aktuell, also da kann man nicht irgendwie vom Roten Kreuz dann so Richtung auch, man kann Pfleger aber, oder wie das ist. Ja, doch, kann man. Also auch vom Roten Kreuz kann man Pfleger sein. Ah, okay. Man muss ja auch ein bisschen gehört eigentlich ja auch zur Ausbildung dazu. Man muss auch im Endeffekt mal eine Zeit lang im Krankenhaus gearbeitet haben. Soweit ich weiß. Im Rettungsdienst zumindest. Dass man da mal ein Praktikum im Krankenhaus hatte. So fällt mir das an. Sehr interessant, ne? Das wird Phase Tumor. Und wenn ich einmal so fragen darf, so. Wie lange dauert das so Pi mal Daumen, bis man da eine Rückmeldung auf die Bewerbung bekommt, wenn ich fragen darf? Ist immer unterschiedlich tatsächlich. Es ist immer unterschiedlich, natürlich je nachdem, wie das Kommando, die das, äh, das,
Personalkommando das sieht, natürlich erstmal da, also wir müssen es sehen. Und dann müssen sie sehen, wann die selber Zeit haben. Und ja, also das sind viele Faktoren. Es gibt Leute, da wird man schon nach 2 Tagen direkt zum Vorstellungsgespräch, und bei anderen dauert es 2 Wochen. Also es ist massiv. So, Frau Wallner, ist wieder alles okay? Massiv. Oder ist es alles okay? Ja. Ich bedanke mich. Haben Sie sich alles angeschaut? Ja. Super. Bedanke mich. So, ich muss aber leider weiter. Ich wünsche euch was. Ich muss wieder weg. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Sonntag noch. So. Wir waren auch nicht die ganze Zeit im Uwo-RP haben. Ja, natürlich. Ureinwohner. Mensch. Kinder. So, jetzt muss ich mal kurz wieder umschalten. So, dann wollen wir mal sehen. Vielleicht passiert noch was. Passiert noch nichts. Also, so lange bleibe ich heute nicht live. Also. Ist ja heute nichts Besonderes. Auch der Maurice ist jetzt mal. Ja, ich jetzt einer. Ich muss mal gucken. Ah ja, doch, er hat seine Prüfung abgegeben schon. Er hat seine Prüfung abgegeben, okay. Also seine Prüfung schon. Ist er ja auch gerade angekündigt worden sollen, oder? Ja, ne, da war er. Jetzt kann er verfliegen. Nein. Da hinten. Da ist er. Ring 1, Patient männlich aufgenommen, geht einmal zum AKH, Zustand nach kurzzeitiger Synkope mit Blutzuckerentgleisung. So. Ja, das wird ja doch essen, das wird zu was. Ach, Hände und 2 Uhr reindrücken. So, dann. Tja. Ja, Herr D'Angelo. Sag mal, was machst denn du überhaupt gerade? Gerade im Shuttlebus vom Flughafen wieder zurück. Ich bin in 10 Minuten da. Also im Laden, kommen wir gleich. Ja. Du hast ja heute noch einen Termin, hast du ja gesagt. Wenn er kommt, genau das meine ich. Hast ja eh noch einen Termin. Achso, du warst die ganze Zeit hier auf der Reise, stimmt, da war ja was. Komm gleich. Ja, alles gut, ich bin eh im Rettungsdienst. Ja. Okay, kein Kommentar, passt. Dann fahren wir mal kurz ein bisschen rum. Kurz mal, muss ich hier woanders hinfahren. So.
halber Station wechseln. So. So, der kommt von da. Oh, mal sehen, für was ich tue. Ach ja, das Baugerüst beim Wiesbau aktuell. Ja, nicht so, dass ich als sich eh da immer reinkommen kann, dass mein Laden ist egal. Und warum habe ich den Chat wieder geschlossen? Weiß ja nichts anderes passiert. So. Und gucken wir mal, was halt noch so abgeht. The girl was fucked up last night!
Guten Tag. Guck mal, ich hab da was Schönes mitgebracht. Ein paar Snacks von der Insel. Mmh, lecker. Aber bis jetzt noch keine Reaktion von ihm gekommen. Ja, mach ich. Aber der Ausdruck hat jetzt heute lang genug gedauert. Ja, ich habe zwischendurch noch sehr lang Powernap gehabt. Ich bin genau dann wieder gekommen, wo die gerade am Flughafen standen. Ich sollte auch mich von mir wieder. Aber ja, es ist, aber auch wenn es ja hier einschlafen da, Jason und was, aber das musst du dann halt selber machen. Das ist, du ist es dann. Ist dir gesagt, personaltechnisch lasse ich dir da freie Hand. Ja, ja. Klar, ich kann, wenn es sein muss, muss ich ein Veto einlegen, aber in dem, solange ich weiß, was du vorhast, und ich da jetzt hinter dir stehe, ist es so, außer ich setze ein Veto ein, wo ich sage, ah nee, aber dem geht's ja noch. Aber Veto habe ich aktuell keins, also von daher. Kai würde auch nichts bringen, wenn er ein Veto einlegt. Kai, da... Wenn, er hat zwar seine Stimme, aber... Er hat zwar seine Stimme, aber... Im Endeffekt ist so, wenn ich ein Veto setze, müsste er auch entscheiden, Veto ja oder nein. Wenn er sagt, kein Veto, dann hat er, in dem Thema tatsächlich hat er gar nichts zu sagen. Da hat er nicht mal ein Stimmrecht. Personalentscheidung ist reine unsere Sache. Da gelten, die anderen Sachen sind für betriebsinterne Entscheidungen und nicht für personalinterne Entscheidungen. Die 2% die er hat. Da gibt's einfach nur ein fettes Veto vom anderen Geschäftsführer und schon ist das Ding durch. Da hat das Personalentscheidung ist eine 50-50 Sache und keine 49-49-2. Ich denke, ich einen LKW haben, aber das dauert wahrscheinlich noch ewig. Aber ich krieg jetzt erstmal was essen. Jetzt oder wie? Ein Hungrig, ja, sicher. Ja, also Laden war bis dato noch nicht auf, nur so zur Info. Okay. Also keiner da, da kommt nur angerannt. Ich hoffe, einer von unseren Leuten der aufmacht. Läuft nach hinten. Na gut, mein RTW zu klauen wäre das die dümmste Entscheidung überhaupt. Ja. Eine sehr doofe Entscheidung, weil dann hätte sie ja. Werden wir gleich merken, ob da jemand in den Dienst geht. Ich weiß halt nur, dass mein RTW hinten steht. Das habe ich gesehen. Tatsächlich einen Dienst. Hm. Das ist wirklich mal sehr Wahnsinn. Ja, gut, dass ich Chef bin und da auch eigenen Schlüssel hab. Das sah auch mehr vom Weit nach James aus. Vom Weiten sah es nach James aus. Ich sag doch, es ist James. Vom Weiten sieht es nach James aus. Mhm. Aber James, wie war das nochmal mit deiner Abmeldung bis Mittwoch? Doch schon vorzeitig abgebrochen? Wie bitte? Hast du dich nicht eigentlich bis Mittwoch abgemeldet? Ja, ich hab grad ein bisschen Zeit, deswegen. Ah, okay, gut. Okay, noch. So, ist noch Happa Happa kurz. Mach du Happa Happa, ich mach D4 etc. Alles bitte. Okay. Ich geh wieder Rennung. Ich mach mal Menschenleben retten. Warum gehe ich eigentlich vorne raus, wenn er der steht hinten? Nee, du willst du doch hinten. Boah, Fruchtfliege, verschwinde.
jetzt hier mal so. Was soll gerade erst gefragt bezüglich deiner Beförderung und deinem neuen Rückenschild? Alles gut. Ruf, dass ich nicht gleich reinkomme und dir das Rückenschild hinten runterkratze. Hä? Nee. Da bist du sofort der Oberpraktikant. Das glaube ich aber jetzt nicht. So, darf ich werde gleich als Disponent der Leitstelle gleich ein Wort reden. Haben Sie aufgehört? Gut, sonst wäre ich als Disponent der so eingegriffen. Na, das kann ja jeden fahren. Ne, das ist Parkers Aufgabe jetzt, mal zu fahren. Bonnie. Übernahme Leasing 2. Wollen wir auch mal was machen hier. Verkehr sind voll. Möchtest du da hinfahren, oder? Ja, das ist der. Ich schreib mal irgendwas. Hab ich schon, bin schon durch. Also verstanden, alles klar. Muss ja auch mal noch einen Einsatz machen. Dass zumindest irgendwas los ist. Wenn ich meinen Stream am Laufen habe, nämlich versuche ich mir so viele Einsätze wie möglich da reinzuholen. FPS Drops. Aber da so viel der Polizei gerade denn. Ta-tü-ta-ta. Das wäre die schlechte Fahrzeugsicherung, dass das da lässt. Weil die Rettung ist schon mal da. Einen wunderschönen guten Tag. Ach, da ist sicher den Herrn schon wieder. Aber es ist nicht ein guter Patient. Hallo. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Ich sehe es schon. Eine Betonmische gekommen. Ich bin ausgewichen. Und oh, bin den voll gut rein. Oh ja, das sieht nach einer Kopfplatzwunde aus. Oh, ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen abbremsen können, aber ja. So, ich werde ihn einmal kurz einen sogenannten Turban anlegen. Ja, also sie haben das doch Turban? Schon. Ja, Turban, also einmal komplett ihren Kopf einmal verbinden, weil sie haben Kopf. Michi, ich klau dir mal ein paar Euro Blitze. Mhm. Wenn du da reinkommst. Ja, hier die Seite ist ja zum Glück nicht so kaputt. Vorsicht, ja. Das Desinfizieren wird gleich ein bisschen brennen. Guck mal. Vorsicht, das könnte gleich ein bisschen brennen. So, jetzt desinfizieren wir mal die Wunde. So, jetzt war ich schon mal dran. Hart im Nehmen, der kommt klar mit dem Desinfektionsmittel, wenn ich es auf die Wunde tue. Ja, harter Mann. Ich glaube, das liegt am Schock. Das liegt daran, dass er schon selber bei der Rettung war, der Herr Petersberger. Nee, tatsächlich noch nicht. Noch nicht? Nee, ich wollte mal.
Ja, ich wollte mal zur Rettung, aber das ging sich wegen dem Kopfalter nicht aus. Ja, oh, wie schade. Ich gehe vielleicht bald zum Roten Kreuz. Da wurde ich instant abgelehnt beim Roten Kreuz. Instant. Mhm. So. Hätte ich eigentlich richtig Bock gehabt, aber... So mal eine Frage. Bis auf wahrscheinlich Kopfschmerzen. Haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Also, wie gesagt, Kopfschmerzen eigentlich sehr stark. Also, ich bin ein bisschen, glaube ich, die Scheiben ditscht. Weil der Gurt gegriffen hat. Ja, Brustbereich durchs Lenkradl. Also wahrscheinlich da ein Hämatom. Und viers war ich kurz ein bisschen unter die Pedale drin. Da hat es mir auch ein bisschen reingepresst gehabt, aber da bin ich selber wieder rausgekommen. Okay, das ist jetzt auch neu. Auf wann kommt die BFW nach Korneuburg? Vielleicht, weil keine FF da ist. Achso, keine FF da. Na gut, dann kann ich es verstehen. Ich habe einfach mal Berufsfeuerwehr gedrückt. Ja, das passt schon. Du musst sowieso die Berufsfeuerwehr alarmieren, wenn... Nee, man kann auch die Feuerwehrwillige alarmieren, wenn sie da sind. Man muss leider trotzdem bei der BF. Wurde mir mal mitgeteilt. So, also noch ein bisschen so. Wir sind irgendwie schwindlig, übel. Ja, ein bisschen schwindlig ist man. Okay, gut. Dann schaue ich mir mal ganz kurz ihre Pupillen an. Ich ziehe einmal die Brille aus. Nur kurz die Reaktion von ihren Pupillen sehen, ob sie vielleicht zittern oder nicht. Nicht, dass sie noch eine Generschütterung haben. So, ich mache einmal die Augen zu. Dann bitte das Auge öffnen, was ich sage, will ich kurz reinleuchten. So, dann einmal linkes Auge. So, okay, so, dann wechseln wir linkes Auge zu wieder. Jetzt das rechte Auge. Ja, wunderbar. Okay, gut, könnte eventuell doch nur noch eine leichte Genderschulung dabei sein. Und vielleicht zumindest ein Schleudertrauma, würde ich mehr sagen, so wie das aussieht. Dann halt, und durch das halt, oh, ja gut, der Turban blutet ein bisschen durch, das heißt, sie müssen anscheinend wohl genäht werden im Krankenhaus. Ich nehme sie mal mit. So, wie es ist. So, dann hole ich mir mal kurz meine Frage. So, ich nehme ihn mal mit. Ja. Michi, du vor der Arbeit Drücker. Das ist mein erster Unfall in meiner gesamten Astrid-Zeit. Ja. Also mit dem Auto halt. So, können Sie aufstehen oder? Ich versuche es einmal. Versuchen Sie mal, ich helfe ein bisschen. Ich helfe ein bisschen auf. So, jetzt legen Sie sich einmal schön auf die Trage. Abends fein gemacht. So. So, angeschaltet sind sie dann damit auch. Auto machen so, Betonmischer macht so, Unfall. Aber Unfall. Also was von Unfall. So, ich nehme mal einmal. Mit seinem Auto nur 40 km/h pro Stunde fuhr. Auf der Autobahn. Genau, 40. Genau, wo 130 erlaubt sind. Der Betonmischer war. Das Original. Das Original geht so. Achso, der Typ, achso, das beim Original, aber ich glaube, Michi ist denn definitiv, sagen wir mal... Beim Aufprall, sage ich mal, so circa 96, 95 oder so. Knapp 100, okay. Gut, dann einmal so und plopp. So, das heißt, für Sie geht jetzt einmal... Moment kurz, Haschu. Für mich geht es einmal ins AK Wien. Ich will es einmal kurz anmelden. Bitte während der Fahrt und solange Sie auf der Trage sind, bitte keinen Muskel bewegen. Einfach nur die Fahrt genießen. Kenn ich. Gut, wunderbar. Nicht, dass wir uns mal RTW plumpsen. So. Leasing 2, Voranmeldung AKW in Person. Männlich, nach Verkehrsunfall, Geschwindigkeit fast 100 km gegen Betonmischer. Verdacht auf Schleudertrauma sowie eine Kopfplatzwunde. AKW in Eintreffzeit 2 Minuten. Oh nein, ich habe auch ein Schleudertrauma. Dadurch gleich auf jeden Fall, aber da rufe ich einen anderen Kollegen dazu. Oh. Nein. Gut, passt. Ich muss hier dringend los. Tschüss. Vorsicht laut. Oh. Aua.
Ein Guide. Aber was würde Sie sagen, Herr D'Angelo, wenn ich mich jetzt nochmal probiere zu bewerben bei der Berufszeit? Beim Roten Kreuz? Naja, wenn man jetzt das Kopfalter, das andere Alter erreicht hat, das man außerhalb von Wien hat, wenn man mit Mutti Papi telefoniert, dann sollte das eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Rotkreuz gucken sie zwar ein bisschen weniger nach, aber. Ich bin so alt wie der Rettungsnotruf, gerade noch, nur ohne die eine 4. Gerade noch. Ah, okay. Nur ohne die zweite 4, verstanden. LKW, ich will hier durch. Herr Petersberger, ich muss ganz kurz, die Leitstelle ruft mich gerade an. Sie hören mich gerade nicht. Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Tastenkombination, jeder Server hat seine eigenen Tastenkombination tatsächlich. Das meiste läuft halt über WASD, das tut so lenken, bewegen etc. In das RP an sich bin ich durch einen freien Server erstmal gegangen über 5M. Dann habe ich mich hier auch halt für Austria X vor 2 Jahren beworben. 2021 beworben im April. Habe da die Whitelist halt bestanden. Also wenn man sich so ein bisschen auseinandersetzt mit den ganzen Sachen, das Regelwerk sich verinnerlicht und dadurch die Fallbeispiele auch richtig beantwortet, dann sollte man kein Problem haben. Arma 3 ist eigentlich eine gute Vorbereitung, weiß man eigentlich ungefähr, wie Roleplay zu gehen hat. Ich selber habe meine Vorerfahrung durch Pen and Paper. Da haben wir auch die Spielerin, die ist auch durch Dungeons and Dragons und das schwarze Auge Pen and Paper. Da hat sie sich jetzt auch dann für GTA Roleplay entschieden. Ich muss immer so gegenreden, ne? Acht. Aber wie gesagt, RP-Erfahrung ist schon wichtig. Es muss nicht unbedingt GTA sein. Also, wenn man die Erfahrung schon so hat, dann ist recht durch Arma 3 Hardcore. Mit Arma 3 Hardcore RP, da hast du sogar noch. Oh Gott. Sag ich dir so wie es ist, durch dass du Arma 3 Hardcore RP hattest, wirst du hier es einfacher haben, weil wir sind nicht Hardcore, wir sind nur Semi-Hardcore und somit. Aber wir verhalten uns halt mehr in Realismus. So, da sind wir schon. So, die Schwester Chantal wartet schon auf sie. Dürfen sie Schwesterchen. Genau, die Raviata informativ ist ab 22 Uhr im Dienst. Dann dürfen sie einmal ihre E-Karte einstecken. Dann wünsche ich gute Besserung. Könnt ihr ein bisschen pieken beim Nähen. Jo, passt schon. Danke für den super Passport. Kein Problem. So. Und ja, Tastenkombination, Animation, das ist dann eher so ein Learning by Doing. Wir haben, warte mal, so, zack, das hier. Unten den Discord-Server von AX tatsächlich im Endeffekt. Da sind auch unsere Tastenkombinationen drin, was man benötigt. Für unseren Server, weil jeder Server ist tatsächlich in dem Thema anders. Und ja. Genau, machen wir einen freien 5M-Server mit Roleplay. Das könnte vielleicht einfacher sein und könnte dir ein bisschen helfen. Müsste einer von uns gerade da drin. Der Mühle. Ach, das ist Mike. Ach du Scheiße. Ach du Kleine. Und ja. Aber wie gesagt, die Whitelist. So, es sollte wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann die nächste Whitelist ist. Ich bin leider nicht im Team drin. Und es ist auch immer so, wann die Zeit haben. Jeder von uns hat einen echten Job, also die meisten, ein paar Schüler, deswegen. Wenn da die Whitelist ist, bisschen das Regelwerk, da hast du bei Austria XAT, kannst du das Regelwerk nochmal durchlesen, verinnerlichen. Weil wenn du weißt, das Wichtigste ist Metagaming, Backseat Gaming, Fail RP, VDM, RDM. Das sind halt wichtige Sachen, die gibt's höchstwahrscheinlich auch auf Arma 3 Hardcore RP. Allgemein, die RP-Regeln sind in der Regel
fast alle gleich, egal was du für ein Roleplay machst tatsächlich. Da würde ich sagen, ich komme wie gesagt aus dem Pen and Paper selber, da kenne ich auch meine Regeln. Durch auch viel Arma 3, ich sag mal Arma 3 Shows von Pizmeet, weiß ich auch, wie das einigermaßen funktioniert hat. Und ja, aber da heute leider für mich, da ich heute noch was vorhabe, werde ich jetzt schon eher kein Problem, nur halt schon mal informativ, da bis jetzt. Jetzt einmal gegen Ende geht für heute. Wünsche ich sämtlichen Zuschauern heute einen schönen guten Abend, auch wenn es heute kürzer war als sonst. Aschu, danke nochmal für den Follow am Ende. Ab 18, falls man den Stream nochmal nachschauen will, ab 18 Uhr auf YouTube morgen. Wird gleich schon mal freigegeben. Falls man den Stream nachschauen will und dauerhaft nachschauen will, dann bei mir ist es 14 Tage. Wunderschönen guten Abend noch. Schönen Start in die Woche. Oh, wo kommt der Voice Crack her? Und Aschu, man hofft sich. Je nachdem, wenn du, also wie gesagt, bei uns ab 14, wenn du 14 bist, kannst du rauf. Das ist auch das Wichtige dran. Somit beende ich den Stream für heute. Man sieht sich nächsten Sonntag wieder um 18 Uhr. Steht irgendwas am nächsten Sonntag? Das weiß ich gar nicht. Also man sieht sich nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder auf AX. Vielleicht werde ich diese Woche mal an einem Tag mal einen Nintendo Switch Stream machen. Irgendwas machen, was Kleines. SpongeBob-Stream wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen mal zwischendurch kommen wieder, dass wir auch mit SpongeBob weitermachen. Aber nächsten Sonntag definitiv wieder mit AX. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis dahin auf YouTube und Twitch. Guten Abend und adios, servus, moin. Auf Wiedersehen.